Angelika. Wir boosten uns, weil du mir vorhin gedroht hast, dass ich dich ruhig sitzen darf und du mich aber dann durchweg duzt. Ich habe gesagt, ich hätte kein Problem, wenn du mich siehst. Okay, also wir bleiben beim Du, ich freue mich drauf. Schön. Ich habe noch nie einen Gast hier sitzen gehabt, der so sehr über die eigenen Zuspiele lachen konnte, wie du hier. Weil ich mich gewundert habe, wo ihr das her habt, aus Korea und überall. Also, er hat es noch nicht gesehen. Das habe ich mal gesehen, aber es ist schon ein bisschen her und ich dachte gar nicht, dass man das bekommen könnte. Aber du hast ja sogar über diesen Clip gelacht, wo der schon 20 Millionen Mal abgerufen worden, Vivaldis Sommer. Da habe ich gedacht, nein. Ist es immer wieder schön? Ist es immer wieder schön? Bitte? Ist es immer wieder schön, das zu sehen? Ich habe, glaube ich, eher gelacht über das, was... Über die Koreaner. Über die Koreaner. Das fand ich, fand wahnsinnig witzig, dass man in unsere Nummer eingebaut hat, diese Zeichentrick... Striche und diese Sterne, wenn man umkippt fast. Und stimmt es, dass er für jedes Land oder in jedem Land die Sprache versucht zu übernehmen? Wir moderieren und singen in der jeweiligen Landessprache, so gut wir können. So gut, aber ich meine, dann stimmt es offenbar, da es euch gelingt, dass wenn man musikalisch ist, in der Regel auch ziemlich gut mit Sprachen umgehen kann. Das ist also natürlich bei den europäischen Sprachen nicht so schwierig und auch in Südamerika Spanisch und Portugiesisch geht noch irgendwie. Bei Koreanisch wurde es schon schwieriger und Chinesisch schon. Chinesisch wollte ich gerade fragen, ja. Aber das ist eine Fleißarbeit auch, ne? Es macht Spaß und das ist natürlich toll, wenn man zwei Stunden eine Zeit teilt mit dem Publikum und auch ein bisschen was sagen kann zu dem, was einem am Herzen liegt. Das ist einfach schön. Würdest du das noch hinkriegen? Gruß auf Chinesisch? Ich glaube, das ist länger her. Ich war das letzte Mal in Korea. Koreanisch ging ja auch? Koreanisch ist sie, glaube ich, auch nicht mehr. Ich komme gerade aus Frankreich, das würde ich, glaube ich, noch erinnern. It's very easy. Ni hao. Ni hao. Schreiben wir uns auf. Fei chao, gao xing, tum und du gula. Das ist, glaube ich, am Ende meiner Show gewesen. I understood. Erinnere ich. Und was heißt das? Was heißt das? She said, very happy to you. Sie hat gesagt, sie freut sich, so euch zu sehen, so etwas. Das sind die kleinen Reste, die ich erinnere. Sie haben mal gesagt, 2009 war das, Sie bedauern, dass Sie nur zwei Sprachen sprechen. Jetzt sind 6 Jahre vergangen, haben Sie sich noch eine dritte drauf geschafft? Ein bisschen Deutsch. Ja, sehr gut. Drei, ach, nein. Try again. Drei. Drei nach neun. Ja. Angelika, ich hab dich zweimal auf der Bühne erlebt. Und natürlich müsste ich mich jetzt mit deinem Leben ein bisschen beschäftigen. Ich muss sagen, das hat mich fast genauso beeindruckt wie eure Bühnenauftritte. Weil ich wusste gar nicht, dass man vor lauter Begabung, wie in deinem Falle, von der Schule freigestellt werden kann. Das hängt, glaube ich, auch mit Fleiß zusammen und mit ehrgeizigen russischen Professoren, bei denen man... Aber erzähl mal, das in Hamburg. Also man kann zur Schulbehörde sagen, ich bin fleißig und ich bin begabt. Und ich bin die Erste, die jemals in Hamburg von der Schule befreit wurde. Und ich habe einen Wettbewerb bei Jugendmusiziert gewonnen, als ich 5 war. Und dann fanden alle, dass ich lieber üben sollte, als zur Schule gehen. Und ich hatte Hausunterricht dann 2-mal die Woche 2 Stunden. Zweimal 2 Stunden. Und was den Rest der Zeit? Alles, was pädagogisch war, wurde ausgelassen. Und es ging rein um Rechnen und Schreiben. Und das ist ja nicht so viel, weil es ja auch um zwischenmenschliche Themen in der Schule geht. Die habe ich verpasst. Also ihr musstet nicht wie heute Buchstaben tanzen oder Ähnliches? Nee. Mhm. Und den Rest der sozusagen Arbeitszeit, in Anführungsstrichen Lehrzeit, was war das? Wie viel war das pro Tag? So lange ich konnte, halt von morgens bis... Also du wirst wissen, wovon ich rede. Von morgens bis abends halt habe ich geübt. Also, Geige geübt? Ja, ich habe ein bisschen Klavier gespielt. Aber Also nochmal, damit man sich das vorstellen kann, waren das 8, 9, 10 Stunden? Ja, so in dem Dreh. Jeden Tag? Lang? Ist das, kommt das Ihrem Übungspensum nahe? I mean, when I was 8, I practiced 8 hours a day. Mit 8? Ja. Just for 9 years. 8 Stunden am Tag. Aber nur ein Jahr, weil ich da 8 war. Yeah, so I always joking. If you are ja, ich mache darüber immer Scherze. Wenn du 3 Stunden übst, bist du 3. Und mit 4 musst du 4 Stunden üben. Mit 24 übst du dann rückwärts.
Hat das dich nie genervt, so lange zu üben? Entschuldige, jetzt werde ich ganz förmlich. Hat es dich nie genervt? Wiederholt, ich habe ja gesagt, mich stört das nicht. Okay. Ach, das ist schon natürlich nach 4-5 Stunden wird es anstrengend. Und aber wenn man einen Professor hat, den man so verehrt und irgendwie einer Sache näher kommen möchte und merkt, wenn ich jetzt noch ein paar Stunden übe, dann kann ich es ein bisschen besser. Und einem ist ja nicht klar, dass das Ziel erst in 10 Jahren erreicht wird, dass man das wirklich ein bisschen besser kann. Sondern aber hast du nie das Gefühl gehabt, du willst mal rausspielen oder so, wie die anderen Kinder? Ich glaube, sehr selten, ja. Echt? Also, mit welchem Alter hast du angefangen? Mit 4 Jahren. Mit 4 Jahren. Mit 3 hat sie den, also wenn das der, so der Mythos, mit 3 hat sie den Eltern gesagt, ich möchte eine Geige haben zum Geburtstag. Wahnsinn. Das stimmt. Und habe ich zum 4. Geburtstag, also ich wurde nicht ernst genommen, ich war das 4. Kind. Also das Jüngste. Genau. Und ich musste ein Jahr betteln und immer wieder sagen, nein, ich will nur Geige. Und dann haben meine Eltern gedacht, ich spinne. Und weil in meiner Familie gab es keine Musik. Mein Vater ist Steuerberater und meine Mutter Erzieherin, das kam bei uns nicht gut. Und dann habe ich aber zum 4. Geburtstag eine Geige bekommen. Und dann bin ich zu einem russischen Professor gekommen, der in der Jugendmusikschule ganz normal war. Und da hat er gesagt, diese Kind sehr begabt, muss den ganzen Tag üben. Das war dann irgendwie verehrt. Ja. Ne? Wie kamst du denn dann am Ende doch noch auf eine öffentliche Schule? Weil ich irgendwie, ich hatte ja 3 ältere Geschwister und die sind immer zur Schule gegangen morgens und hatten ein Pausenbrot und Freunde. Und irgendwie habe ich gedacht, das muss ich doch auch hinkriegen. Und dann habe ich immer mit meinem Lehrer gedealt und habe gesagt, wie können wir das machen, dass ich zur Schule Freizeit, so meine Pause in der Schule mache und wenn ich davor und danach übe. Und dann habe ich halt 3 Stunden vor der Schule geübt und den Rest nach der Schule und habe die gleiche Stundenzahl hinbekommen und mich in der Schule sehr amüsiert. Ich bin wahnsinnig gern. Ich glaube, ich bin das Kind, das am allerliebsten zur Schule gegangen ist. Wann musstest du aufstehen, um das auch noch unterzukriegen vor der Schule? Also ich habe von 5:30 bis 7:30 geübt. Alter. Und dann Wahnsinn. Da kann ich tatsächlich sagen, dass das irgendwie Spaß macht, wenn man denn so ein Ziel vor Augen hat, weil ich selber ja, ich wollte mal Flötist werden, also richtiger Flötist und nicht so Behelfsflötist, wie ich jetzt bin. Und da bin ich tatsächlich so zwischen 15 und 17 ungefähr, bin ich auch morgens um 4 aufgestanden und habe dann immer vor der Schule 2 Stunden geübt und das ist dann dieser Ehrgeiz, der lässt einen das auch so vergessen, dass da andere Sachen irgendwie über die Klinge springen. Oder die Leidenschaft, das kenne ich vom Laufen ja auch, die Leidenschaft, das macht mir totalen Spaß und dann ist es auch egal, ob es jetzt 4 oder 5 Uhr morgens ist, ob du rausstehst, weil es dir Spaß macht. Und es gab ja für mich gar keinen... Right. War das bei Ihnen auch so? Es gab für mich ja gar nicht dass Sie Leben. Freiwillig aufgestanden sind morgens, aus die Leidenschaft Sie aus dem Bett quasi getrieben hat um 5? I was practicing start at 5, not 4:30. Also 5 nicht. Ich habe 5 angefangen. But I was the alarm clock for my neighbors. Ich war der Wecker für meine Nachbarn immer. Und als ich mal krank war, da konnte ich nicht üben. Und da hat der Nachbar natürlich verpennt, kam zu spät zur Arbeit. Wir sehen gerade ein Bild von Zauber. Lehrer und lang klein. Das war mein Teacher. Ja, das war mein Lehrer. Ja. Dann haben Sie an der Schule, dann hast du an der Schule, die musikalische Partnerin deines Lebens getroffen. Genau, heute noch meine engste Freundin. Und Iris Mitspielerin. Genau. Allerdings heute nicht dabei, weil sie gerade Mutter geworden ist. Genau. Und die war aber, glaube ich, nicht mit dir in einer Klasse, sondern die hat nur Musikunterricht gehabt mit dir. Nee, wir waren auf Parallelschulen, aber es gab ein gemeinsames Schulorchester und da durfte ich ganz selten mal mitspielen, als ich in der 5. Klasse dann war. Mhm. Also wäre ich nicht zur Schule gekommen, hätte ich Iris auch nicht kennengelernt. Okay, also allein deswegen hat es sich gebucht. Schicksal, ja. Und mit der bist du dann ein halbes Jahr dann später, ein bisschen kleiner Zeitsprung, um die Welt gefahren? Genau, wir haben 4,5 Jahre eine Wohnung zusammen geteilt und dann haben wir gedacht, bevor das Leben ernst wird, fahren wir noch mal ein halbes Jahr um die Welt und haben, wenn das Geld ausging, Straßenmusik gemacht wirklich eine sehr schöne Zeit gehabt. So. Und habt ihr viel eingenommen? Also vor der Sydney Oper haben wir damals ja noch gespielt. Vor der Sydney Oper haben wir damals noch gespielt. Ich glaube, das waren $160 die Stunde. Das war schon... Wow.
ein Ziel, oder? Lang, lang, und staunen. Ja? Ihr habt nur virtuose Stücke gespielt. You actually did a good job. Also das habt ihr gut gemacht. Besser wahrscheinlich als einer meiner Freunde, der saß vor dem Bahnhof Washington und hat so viel Geld nicht bekommen. Du bist mit einem neuen Programm unterwegs, das heißt Karneval der Tiere. Und andere Fantasien. Und andere Fantasien. Und da macht ihr mit sehr ungewöhnlichen Gegenständen Musik. Einen habe ich mitgebracht, in der großen Hoffnung, dass ich richtig informiert bin. Ah. Nämlich dieses. Gefährlich. Verschloss, keine Angst. Also, Ich wollte ihm ein bisschen Segenunterricht erteilen. Oh my God. What is this? Was ist das denn? This is singing so. Oh wow. Also man eigentlich scary. Auch, man kann damit auch was. Das macht ja richtig Angst. Vorsicht, meine Hände. Jetzt, müsstest du uns nur erklären, was du uns vorführen wirst? Was immer ihr wollt. Aber wenn wir aus dem Programm vielleicht das Spiel. Was wirst du da eingestimmt? Würden wir vielleicht den Schwan spielen? Schwan. Aus dem Karneval der Tiere von Kamisens. By the way, welches ist dein Lieblingstier? Welches mein Lieblingstier ist? Wir haben einen Song auf unserer neuen CD, den hat Iris geschrieben. Der heißt, in mir lebt ein ganzer Zoo. Ich glaube, das trifft es am besten. Also große Vielfalt von Tieren. Ja, ich glaube, uns verbindet viel mehr mit Tieren, als wir glauben. Okay, also ihr seid mit diesem Programm auf Tour. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir nachher ein bisschen noch was von euch hören. Dankeschön. Danke.